Hallo liebe Nordhofer und liebe Freunde der Kramerscheune und der Kulturveranstaltungen, die wir hier ab übernächster Woche wieder veranstalten. Wir freuen uns tierisch darauf und Sie auch. Das haben wir gemerkt nach dem letzten Video. Wir haben einen unheimlich guten Zulauf zu der Veranstaltung am 11. Juli, wo wir in den Erinnerungskisten von Helga Feddersen kramen, zusammen mit Jürgen Worlitz, zusammen mit Sabine Karg. Diese Veranstaltung ist ruckzuck ausverkauft gewesen und deswegen haben wir schnell reagiert und haben eine zweite Veranstaltung nachgelegt. Am selben Abend, am 11. Juli um 19 Uhr, werden wir diese Veranstaltung wiederholen. Dann allerdings nicht mit Sabine Karg, die dann verhindert ist. Wir haben aber einen gleichwertigen und super tollen Ersatz. Wir freuen uns auf Ines Barber, die plattdeutsche Sappelschnut vom NDR, war hier auch schon in der Kramerscheune zu Gast, hat einen tollen Abend hingelegt. Und sie wird Jürgen Worlitz am 11. Juli abends um 19 Uhr begleiten. Sie wird moderieren und sie wird unveröffentlichte Texte von Helga Feddersen lesen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und die Karten sind ab sofort erhältlich bei uns und auch bei Afti im Restaurant Dionysos. Die zweite Änderung ist dann 14 Tage später, am 25.07. Aus organisatorischen Gründen ist die eigentlich geplante Lesung mit dem Titel Die Tänzerin nicht durchführbar. Wir haben aber auch hier einen ganz, ganz tollen Ersatz. Wir haben Dagmar Schmidt aus Langwedel gewonnen, die hier aus ihren Büchern lesen wird. Spannender Titel, Katzenmord am Bramsee. Ja, hört sich sehr blutrünstig an, sind aber heitere Geschichten mit Augenzwinkern aus der Region. Wir freuen uns drauf und Frau Schmidt freut sich auch auf möglichst viele Zuhörer. Das Ganze findet dann am 25. Juli um 15.30 Uhr hier in der Kramerscheune statt. Und auch da gibt es Karten für 10 Euro bei uns und im Restaurant Dionysos. Seien Sie schnell, wir haben nur 24 Karten jeweils, weil wir die Corona-Regeln noch einhalten müssen. Und deswegen dürfen wir nur mit halber Besetzung hier arbeiten. Aber wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind.